Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist Mittwoch früh, Palki ist draußen. Wir sind hier am Hauptbahnhof auf der assigen Seite, auf der richtig dreckigen Seite. Aber was macht man nicht alles für einen Palki? Ja? Die meisten Menschen arbeiten zu dieser Zeit, also es ist schwer, frühzeitig für euch einen Palki-Raid zu machen. Das Problem habe ich eigentlich jedes Mal, wenn ein neuer Raid-Boss am Start ist. Versuche ich ja direkt am Tag davon einen Raid zu machen und dann hochzuladen für euch. Mindestens einen. Ist immer echt richtiger Act, richtig schwer, in der Früh gleichzeitig einen Raid zu organisieren, aber ja, bisher geht's. Ich habe hier ein paar Leute gefunden, die machen den. So Leute, unser erster Palki-Raid. Es werden bereits die Drachen ausgewählt. Ich weiß nicht, was der hier dazwischen macht. Mein Quas hat noch nicht Drachen-Moveset. Das hat noch Flug. So. Ich muss mir noch ein zweites hochziehen. Eins für Flug und eins für Drache. Schauen wir mal. Ihr wisst Bescheid. 2280 wollen wir sehen. Wir sind hier am Hauptbahnhof auf der dreckigen Seite. Wir haben gerade auf einen gewartet. Es haben vorhin schon sehr viele Leute mitgemacht. Also überraschenderweise. Es kam gerade diese GPS-Nachricht, also die Geschwindigkeitsnachricht für den Kleinen. Ich glaube, der ist, wenn der Raid startet, fällt der weg. Dann fliegt er raus, glaube ich. Aber nicht wieder reingehen, wenn du tot bist. Was weißt du? Wenn wir ihn noch nicht gesehen haben, aber du tot bist, nicht nochmal nicht rein in die Lobby nochmal. Dann fliegt er raus. Wenn er weg ist und rein. Der Herzog, wenn er schon fast wäre, dann ist egal. Bei Schwamm ist egal. Aber der geht es. Kein Problem hier. Hydropumpe. Okay. Drachentechnisch bin ich nicht so gut aufgestellt, muss ich ehrlich sagen. Mein 100er Dragogan flackt auch noch irgendwo herum, ungepusht. Wer hat da Eis eingesetzt, Leute? Das war's auch schon. Schauen wir mal, ich habe gehört, der steht sehr weit hinten. Manche haben schon gesagt, das ist ein Bug oder so. Ciao. Ciao, danke. Alter. Es hängt. Schlechtes Zeichen. Alter. Vor allem der Kleine hat Verbindung, aber der hier nicht. Hä? Echt? Ah, okay, warte. Jetzt. So, konzentrieren wir uns mal auf den Fang. Oh. Der ist schlecht. Der ist unglaublich schlecht. Typisch. Geht klar.
Oh mein Gott. Wie der aussieht, man, und wie der rumhüpft. Das sieht aus wie so ein Mech. Von so ein Gundam oder sowas. Oh mein Gott. Mit diesem schlechten Wurf habe ich ihn gefangen. Alter. Screenshot. Alles klar, auf zum nächsten. Ah, AR-Foto hätte ich machen müssen. Muss ich beim nächsten machen. So, nachdem ich Ewigkeiten für einen Platz für euch gesucht habe, kann es losgehen. Auch hier, das ist die zweite Runde. Wir waren gerade 20 voll, ich bin reingegangen und bin in die zweite Runde gerutscht. Also. Ich weiß nicht, wo die ganzen Leute sind, weil ich sehe hier nur meine Gruppe hier. Aber Falke geht. Okay, ist der erste Tag ganz gut ab bisher. Für einen Mittwochmittag. So, schauen wir mal, ob wir erstens was Gutes ziehen können, zweitens den mal fabelhaft treffen. Schreibt natürlich unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Habt ihr schon Falke gefangen? Habt ihr schon Gutes? Wie findet ihr es zum Werfen? Leicht, schwer? Und natürlich, wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Oh mein Gott, Flunkeeper. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ich dachte nicht, dass ich bis zum Flunkeeper komme. Ich habe nur schnell die obersten drei gewechselt, weil es hat echt eine verrückte Auswahl mir gegeben. Das ist mir ein wenig peinlich jetzt. So. Heute. Das ist einfach ein ganzer Trupp. Alter, ich muss euch das mal zeigen. Ihr seht das nicht so gut. Das ist einfach so ein ganzer Trupp in Camouflage. Die sind gerade zum Raid gekommen. Richtig chillig. Oh, 62. So, das ist great. Vielleicht bleibe ich bei Great erstmal. Probier's nochmal. Aha! Oh, das war nix. Langsam habe ich den Dreher raus. Langsam. Und da ist er. Potenziell 96, schauen wir mal. IV-Check. Bester Satz. KP. Boah. So Leute, ich habe mir ein paar Kollegen getroffen. Die haben spontan den Raid mitgemacht. Und einer von denen hat sogar einen 100er bekommen. Schauen wir mal, ob unser Kollege den bekommen kann. Er hat letztens 100er Kyoge sich geschnappt. Was ist das? Hä? Ich bin rausgeflogen. Du hast Arena geflogen. Da stand die geil. Schon mal kein gutes Zeichen. Du hast gewonnen, hä? Was? Du hast mich gewonnen. Hä?
geil. Und weg ist der. Du hast nicht geschafft, Jürgen. Oh, weh, der ist jetzt irgendwie andere WP. Der ist immer derselbe WP, okay. Merkwürdig. Boah. Aber für Kanji ist der jetzt schon wieder. Der hat auch keine Golden abgezogen. Der hat immer noch 5. Das war auch vorhin und dann flieg ich raus. Alter, ernsthaft? Glück im Unglück, ne? Ja, guck mal, ich kann gar keine Bäre geben. Ja, weil der schon eine hat. Schon wieder? Ja, okay, dann, ja. Dann das mal so. Ich die Sachen die ganze Zeit bekommen, wenn ich mich da ein. Tobi, wie viele Welle? 9. Boah, Alter, wie viele hattest du denn? Irgendwas. Ich würde mal neu starten. Ja, das Reichen wir starten mal neu, okay? Geht nicht. Okay. Ja, was scheiße. Du dumm. Es geht nicht, der wird direkt wieder rausfliegen. Pokémon. Ich hab's. Echt? Was ist das? Da läuft der Kollege. 100% Palkia, erster Raid. Das waren Jungs, die haben zum Spaß angefangen. Die waren alle um die 20. Der Kollege hat ausgeholfen. Jo. Ich bin YouTuber, ja. Mach mal zu uns. Und wie heißt dein Kanal? Hong. 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 Okay. Check mich ab auf Insta. Wie heißt du? Atarova. Okay. So. Kollege leider nicht gefangen. Er ist immer in den Fangbildschirm gekommen, hat Ball geworfen, wieder rausgeflogen. Ein paar Mal versucht und jetzt ist dann zurück zum Raid und er muss ihn nochmal neu machen. Aber die Kollegen haben nicht mehr gewartet. Aber ich glaube, selbst wenn, er hätte dann einen neuen bekommen. Also, komischer Bug habe ich noch nie gesehen. Sehr leidend, sehr schade für ihn. Wird hier auf Instagram jetzt markiert. Sein letzter Wunsch. Wenigstens das kriegt er. Wenn kein 100er. Aber das war's von uns, wir haben 2 gefangen. Den ich gefangen habe, das war ein 93er. Ist okay, fürs Erste. Ja, sehr leidende Geschichte. 2-2-8-0, 100% Palkia. Er konnte ihn einfach nicht fangen. Jeder Ball, jeder Wurf und er ist rausgeflogen. Habt ihr diesen Bug schon mal erlebt? Alter, ich wäre so ausgeflippt. Ist zum Glück nicht mir passiert. Aber das wünscht man natürlich keinem. Er hat es sportlich genommen, er ist jetzt kein Hardcore-Spieler. Ich glaube, jeder Hardcore-Spieler hätte da anders reagiert. Das waren jetzt so ein paar Jungs aus dem Bund, die jetzt alle zusammen wieder angefangen haben. Und so hin und wieder mal ein bisschen zocken. Das war's erstmal von mir. 2 gemacht, 2 gefangen. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Habt ihr schon angefangen? Und wie gesagt, habt ihr diesen Bug schon mal erlebt? Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.